Hallo zusammen, ich wünsche einen schönen Montag und schön, dass Sie mit dabei sind bei der heutigen Ausgabe Ländle TV der Tag. Heute mit diesen Themen. Wir waren bei der Weihnachtsfeier des Cashpoint SC Altach mit dabei. Dann gibt es Bilder des großen Derbys VEU Feldkirch gegen den EHC Lustenau vom vergangenen Wochenende. Und mit dabei natürlich die aktuellen News, Wetter und Sportinformationen. Der vergangene Sonntag, der war für den Cashpoint SC Altach ein wahrer Feiertag. Zuerst haben die Salzburger gegen Sturm Graz gewonnen und somit für Altach die Tabellenführung gesichert. Und dann wurde auch noch gefeiert, und zwar mit der Weihnachtsfeier. Und wir waren mit dabei und hier gibt's die besten Szenen für Sie. Der Kom-Veranstaltungssaal in der Gemeinde Altach war bis auf den letzten Platz gefüllt. Schließlich gab es für die große Familie des Cashpoint SC Altach einiges zu feiern. Zum einen die grandiosen sportlichen Erfolge in der jüngsten Vergangenheit, zum anderen die wenige Minuten zuvor zurückeroberte Tabellenführung in der Typico-Bundesliga und des Weiteren auch das wirtschaftlich mehr als positiv abgeschlossene Geschäftsjahr. Ja, das stimmt. Speziell die zweite Jahreshälfte hat sich irgendwie das ganze Halbjahr wie Weihnachten angefühlt, weil ein Erfolg hat den anderen getoppt und von daher ist es natürlich wunderschön, heute an der Tabellenspitze diese Weihnachtsfeier abzuhalten. Ja, wenn man davon sprechen möchte, kann man sicher von einer Punktlandung reden. Rundum also zufriedene Gesichter, auch bei ÖFB-Teamgoalie Andreas Luxe. Absolut, also wenn wir jetzt die letzte Runde auch noch so erfolgreich bestreiten wie den ganzen Herbst, dann hätte man nichts dagegen. Es ist aber trotzdem, egal wie es ausgeht, ein überragender Herbst. Und ja, wenn wir dann wirklich als Winterkönig dann überwintern könnten, wäre es schon toll, ja. Die Laune also bestens und auch die Programmpunkte allesamt sehr sehenswert. Die Künstler auf der Bühne verzückten die zahlreichen Gäste mit ihrer Akrobatik oder mit feinsten Zaubertricks. Fingerschnippen, so ist weg, Fingerschnippen. Absolutes Highlight, dann aber natürlich die Gesangseinlage einiger Spieler aus der ersten Kampfmannschaft. Ja, 2016 wird also mit Sicherheit in die Geschichte des Vallberger Fußballs eingehen. Davon ist auch SCRA-Präsident Karl-Heinz Kopf überzeugt. Ich glaube, man kann insgesamt von einem überragenden Jahr sprechen, ohne Übertreibung. Auch wenn das Frühjahr sportlich eine Zitterpartie war. Aber letzten Endes haben wir dann doch, wenn man bei der Hauptversammlung dann gesehen hat, ein tolles wirtschaftliches Ergebnis hingelegt. Und natürlich der Herbst jetzt sportlich ein Wahnsinn eigentlich. Fast nicht zu glauben. Jetzt geht's weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages. Landwirtschaftskammer reagiert auf Schweinefleischskandal. Manuel Gohm, Geschäftsführer der Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH, einer Tochter der Landwirtschaftskammer, hat am Montag Stellung zu den schweren Vorwürfen genommen. Man begrüße es, wenn bewusste Irreführungen des Konsumenten aufgedeckt werden. Wichtig sei jedoch, jetzt nicht alle Metzger in einen Topf zu werfen. Es gäbe Metzger, die ehrlich sind, so Gohm. Auch Landwirtschaftslandesrat Erich Schwärzler weist in diesem Zusammenhang auf das Ländle-Metzg-Zertifizierungsprogramm hin. Hier werde Ländle-Herkunft von Rind, Kalb und Schweinefleisch streng kontrolliert. Zumtrubel möchte Werk in Frankreich verkaufen. Der Vallberger Leuchtenkonzern hat am Montag in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass man das Werk im französischen Les Andelys an die Industriegruppe Active Invest verkaufen möchte. Gleichzeitig wolle man eine strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen eingehen. Der Schritt sei laut Zumtrubel Teil der Neuausrichtung des weltweiten Produktionsnetzwerkes. Und viermal pro Stunde zwischen Bludenz und Feldkirch. Unter diesem Kernsatz gilt seit Sonntag, dem 11. Dezember, der neue Fahrplan von Bus und Bahn. Waren 1991 noch 38 Züge an einem Werkstag zwischen Bregenz und Bludenz unterwegs, sind es derzeit 54. 7 Rex-Kurse in Richtung Bludenz und 5 Richtung Bregenz kommen jetzt dazu. Wir bleiben auch gleich in der sportlichen Ecke. Am vergangenen Wochenende fand in der Sky Alps Hockey League das große Derby der VEU Feldkirch gegen den EHC Lustenau statt. Zahlreiche Fans pilgerten in die Vorarlberghalle und hier gibt's die besten Szenen für Sie. Im Ländle-Derby gegen den EHC Lustenau begann die VEU Feldkirch wie aus der Pistole geschossen. Bereits in der ersten Minute die erste Überzahlmöglichkeit für die Montfortstädter. Doch Lustenau-Kipper Machreich hielt seinen Kasten sauber.
Im weiteren Spielverlauf kamen die Gäste aus Lustenau immer besser ins Spiel. Beide Teams schenkten sich nichts und hatten auch Möglichkeiten. Tore sollten aber keine fallen und so ging es beim 0:0 zum ersten Mal in die Kabinen. Zu Beginn des zweiten Drittels tauchten die Feldkircher immer wieder gefährlich vor dem Tor der Lustenauer auf. Feldkirch drückte auf den Führungstreffer, doch das Bollwerk der Lustenauer Löwen hielt den Angriffen stand. In der 36. Minute Powerplay für den ERC Lustenau. Diese Chance wollten sich die Gäste nicht entgehen lassen und plötzlich Verwirrung vor dem Tor der VWU. Gritschinskis schaltete am schnellsten, nutzte die Verwirrung und erzielte das 1:0 für den ERC. Die VWU-Cracks zeigten sich geschockt und die Lustenauer nutzten die Gunst der Stunde. Nur rund eine Minute später der nächste Torjubel, die Löwen erneut in Überzahl und Wahler mit dem perfekten Assist. Winzig war zur Stelle und brachte seine Mannschaft mit 2:0 in Front. Die ersten Minuten des letzten Spielabschnitts gehörten dann ganz klar den Lustenauern. Dies machte sich auch am Ergebnis bemerkbar. In der 44. Minute Stefan und Wiedmeier mit der Vorarbeit, König schlussendlich mit dem erfolgreichen Abschluss und auf dem Scoreboard stand es 3:0 für die Gäste aus Lustenau. Nun erwachte allerdings der Kampfgeist der VWU Feldkirch und die Lambert-Cracks konnten nur 4 Minuten später ebenfalls zum ersten Mal anschreiben. Die VWU in doppelter Überzahl und Majric versenkte die Scheibe im Tor. Neuer Spielstand 1:3. Die Gastgeber auch in weiterer Folge noch in Überzahl und mit viel Druck auf das Lustenauer Gehäuse. Den Treffer erzielten allerdings die Gäste. Routinier Wahler entschied die Partie mit diesem Shorthander und traf zum Endstand von 4:1 für den ERC Lustenau im Ländederby gegen die VWU Feldkirch. Gratulation also an den ERC Lustenau zum großen Derby-Sieg gegen die VWU Feldkirch. Den kompletten Spielbericht, den gibt's ebenfalls ab morgen Dienstag bei uns im Ländle-TV-Wochenmagazin. Und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das sehen Sie jetzt bei uns. Verliert Vorarlberg seinen Bischof? Die Tiroler Kirche sucht einen neuen Bischof. Zwei Vorarlberger gehören zum Favoritenkreis, darunter der aktuelle Feldkircher Bischof Benno Elbs. Der Dornbirner Lukas Wagner hat gemeinsam mit 16 Poetry Slammern mit einer 30-stündigen Dichterveranstaltung einen Weltrekord aufgestellt. Und diese Woche steht im Landtag die Haushaltsdebatte an, doch zunächst ist die Aktuelle Stunde an der Reihe. Das Thema bestimmen die Neos, sie wollen über den Schweinefleischvorfall sprechen, der momentan für Aufruhr sorgt. Soweit zu den Schlagzeilen von morgen aus den VN und das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe Ländle TV der Tage an diesem Montag, den 12. Dezember 2016. Es gibt jetzt noch einen Blick auf das Wetter und ich darf mich verabschieden. Tschüss. GPA, die Gewerkschaft der Privatangestellten, mit Sicherheit stark. Für meinen Beruf gibt es einen Kollektivvertrag, der jährlich verhandelt wird. Dieser sichert mir jährliche Gehaltserhöhungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, geregelte Arbeitszeiten, Zuschläge und vieles mehr. Werde auch du Mitglied der GPA. Gemeinsam sind wir eine Stimme. Gemeinsam sind wir stark. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 2 und 6 Grad, der Wind weht mit 10 km/h aus Süd-Südosten. Morgen Dienstag sind der Bodenseeraum und das Rheintal sehr anfällig für Nebel und Hochnebel mit Obergrenzen um 800 Meter. Ansonsten bietet der Dienstag überaus sonniges Wetter bei Tiefstwerten von minus 8 bis minus 2 Grad, unterm Nebel auch mal 0 Grad und die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad. Die Neigung zu Nebel und Hochnebel in den Niederungen, besonders am Bodensee, und im Rheintal bleibt auch am Mittwoch bestehen. Abseits der Nebel bzw. nach deren Auflösung erneut sehr sonnig. Bei Tiefstwerten von minus 5 bis 2 Grad und Höchstwerten von 4 bis 8 Grad. Der Donnerstag bringt abseits von möglichem Hochnebel kaum Wolken und somit viel Sonne. An den Temperaturen ändert sich nicht viel. Und am Freitag bleibt es dann eher bedeckt bei Temperaturen von 2 bis 7 Grad.